Willkommen bei Motions Insider, dem Podcast mit der Innenansicht zu Jobs, Teams und Unternehmen. Am Flughafen Frankfurt gibt's viel zu tun. Genauso vielfältig ist auch eine Ausbildung bei der Fraport AG. Wir erfahren heute aus erster Hand, wie es ist, zum Mechatroniker ausgebildet zu werden, was die Arbeit am Flughafen so spannend macht und vieles mehr. Ich bin Mario Polster, viel Spaß! Mein heutiger Gast ist Erik Grebe. Er ist Auszubildender im dritten Ausbildungsjahr im Bereich Mechatronik bei der Fraport AG, also am Frankfurter Flughafen. Grüß dich, Erik. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass du uns deine Einblicke gibst in die Ausbildung am Flughafen, ganz besonders im Bereich Mechatronik. Und da ist gleich mal meine erste Frage: Was ist denn das überhaupt und warum ist die Mechatronik am Flughafen so wichtig? Also Mechatroniker ist an sich eigentlich ein Beruf, der aus zwei Berufsgruppen entsteht, Elektronik und die Mechanik. Also früher gab es dafür eigentlich zwei Berufe, es war dann der Elektriker und der Werkzeugmacher oder Schlosser. Und irgendwann hat man sich dann halt mal gedacht, dass es auch sinnvoll wäre, die beiden Berufe vielleicht zusammenzufügen. Und so ist dann eigentlich der Beruf ganz grob entstanden. Und am Flughafen, sage ich mal, wird der Mechatroniker eigentlich überall gebraucht, weil alles hier eigentlich irgendwie elektrik und mechanisch operiert wird. Woher kommt denn dein Interesse für diesen Bereich? Also hattest du da immer schon was dafür über, für so technische Angelegenheiten? Wie bist du generell auf diese Ausbildung gekommen? Mein Opa hat Elektriker gelernt und dem habe ich früher, als ich noch ein bisschen kleiner war, immer mal so geholfen, Küchengerät oder sowas zu reparieren, so kleine elektronische Sachen. Mhm. Und mein Papa ist Industriemechaniker bei Opel. Da habe ich dann auch damals mein Praktikum gemacht. Das war dann halt nur handwerklich und dann habe ich gemerkt, dass es mir halt beides relativ Spaß macht. Und ja, Mechatroniker ist ja zusammengefasst eigentlich wirklich die beiden Berufe zusammen. Da habe ich mir gedacht, das könnte eigentlich ganz gut passen, wenn die einzelnen Bereiche schon so gut zu mir passen. Mhm. Ja, das klingt in dem Fall wirklich wie ein perfekter Match, würden wir bei StepStone sagen. Wie schaut denn so ein typischer Tag bei dir aus? Was machst du denn so jeden Tag? Wo bist du unterwegs? Wie können wir uns das vorstellen? Also wir machen ja immer unseren Abteilungsdurchlauf. Das heißt, dass wir in jeder Abteilung hier am Flughafen mal reinschnuppern für ein, zwei Monate. Mhm. Und meistens ist es so, dass ich morgens um 6 Uhr ansteche, mich fertig mache, dann in die Abteilung fahre oder laufe, je nachdem, wie weit die weg ist. Wenn ich ins Büro reinkomme, frage ich halt, was den Tag ansteht. Und ja, dann fahren wir meistens mit dem Auto raus und erledigen die Aufgaben, die generell anstehen, also Wartungen oder so. Aber meistens kommen dann irgendwelche Störungen noch dazwischen und die muss man dann halt vor den Wartungen abschließen, da die meistens dann wichtiger sind. Das heißt, ihr arbeitet sehr dynamisch und ich finde es auch sehr spannend, dass ihr so ein Job-Rotation-Prinzip habt und in alle Bereiche mal reinschnuppert. Kannst du da mal so 2 bis 3 Bereiche nennen? Meine zweite Abteilung war im Terminal 2, die heißt TT4, also die Terminaltechnik. Und die sind grob eigentlich für alle Beleuchtungen zuständig. Also die schalten die Lampen ein und aus, die wechseln die Lampen, wenn sie kaputt sind und stellen die ganzen Timer ein. Eine andere Abteilung war die Fluggastbrücken. Das sind die Finger, die zu den Flugzeugen hinfahren, wo dann die Leute überborden. Mhm. Das war auch mit die interessanteste Abteilung bisher, weil man immer draußen ist. Es passiert immer was. Die gehen relativ häufig kaputt, weil die auch schon teilweise etwas älter sind. Und da gab es dann immer relativ viel zu tun. Und es war auch immer ein anderes Problem, was dann immer relativ spannend war. Ja, das stelle ich mir echt cool vor. Kannst du dich noch erinnern an dein erstes Mal, wie du da rausgegangen bist als Mitarbeiter, wo man ja quasi in Bereiche kommt, wo man als Passagier bei Weitem keinen Fuß reinsetzt. Was geht einem da durch den Kopf? Also an sich ist schon ein sehr schönes Gefühl, also immer noch ein schönes Gefühl eigentlich, aufs Rollfeld zu gehen oder aufs Vorfeld generell, weil es ist zwar eine Sache, die Flieger und alles durch die Fensterscheiben direkt zu sehen, aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn man wirklich direkt davor steht, sieht, wie die Leute arbeiten, wie laut es eigentlich wirklich im Endeffekt ist. Er ist jedes Mal eigentlich wieder wie so eine Art Highlight des Tages, draußen zu sein. Also das ist sicher sehr, sehr eindrucksvoll, jeden Tag aufs Neue, wenn man da rausgeht. Als Auszubildender hat man auch mal eine Frage oder ein Anliegen. Wie schaut das denn aus bei euch? An wen kannst du dich denn da wenden oder wer steht dir denn da zur Seite während deiner Ausbildung? Also am Anfang der Ausbildung steht mir natürlich mein Ausbildungsverantwortlicher immer zur Seite. Den kann ich immer fragen, wann ich will.
Und wenn wir dann in den Abteilungen unterwegs sind, kann ich natürlich auch immer noch meinen Ausbilder ansprechen, aber dann wende ich mich meistens entweder an den Abteilungsleiter oder halt an die Facharbeiter, mit denen ich dann am Tag unterwegs bin. Die können mir das auch alle eigentlich immer perfekt erklären, damit ich es dann auch im Endeffekt verstanden habe. Also ihr seid immer gut betreut und könnt mit euren Fragen immer wohin gehen. Jetzt muss man natürlich, um bei euch für die Ausbildung geeignet zu sein und ins Team zu passen, gewisse Skills und Eigenschaften mitbringen. Was würdest du denn sagen, sind denn so 3, 4, die da ganz, ganz wichtig sind? Also man sollte auf jeden Fall handwerklich geschickt sein, also keine 2 linken Hände haben, da man am Anfang die ersten paar Monate nur den Metallkurs hat, wo man wirklich nur mit Feilen, Bohren, Fräsen und Drehen beschäftigt ist, wo natürlich das Handwerkliche sehr gefragt ist. Danach, wenn es in den Elektroteil geht, ist vor allem technisches Verständnis und auch logisches Denken relativ wichtig. Wenn man ein bisschen Verständnis hat, langt schon vollkommen, damit man dann im Nachhinein alles versteht, weil dafür ist man ja da, um den Beruf erst so richtig zu lernen. Also man muss nicht schon perfekt hierher kommen, sage ich mal. Ja klar, also ein grundsätzliches Verständnis und ein Interesse an der Materie ist mir natürlich mal ganz wichtig. Gibt es sonst noch irgendwelche, ich sag mal, Aufnahmekriterien? Ihr sucht ja jetzt auch gerade aktiv Auszubildende. Gibt es irgendeine Mindestanforderung, die ich da erfüllen muss, wenn ich mich dafür jetzt interessiere? Wirkliche Qualifikationen, die man mitbringen muss, gibt es eigentlich nicht. Also wenn man wirklich interessiert ist und sich den Beruf Mechatronik angucken will, kann gerne hier dann herkommen und sich das mal in einer Ausbildung ansehen. Dadurch, dass du jetzt schon im 3. Ausbildungsjahr bist, bedeutet das ja auch, dass du bald fertig bist. Wie geht's denn dann konkret bei dir weiter? Hast du da schon irgendeinen Plan oder weißt du da schon irgendwas Genaueres? Also genau weiß ich selber auch nicht so ganz. Ich will wahrscheinlich, wenn ich ausgelehrt bin, erstmal eine Zeit lang hier bleiben und dann normal eingearbeitet werden. Und was ich aber nebenher noch versuchen will und Fraport das auch anbietet, ist, dass ich mein Fachabi noch nachhole nebenbei in der Abendschule. Und dann eventuell, wenn ich dann mein Fachabi habe, vielleicht sogar noch studiere. Aber das muss ich noch mal gucken. Ja, das ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis dahin. Aber ist ja schon mal gut, wenn man einen ungefähren Plan hat. Und du scheinst auf jeden Fall zu wissen, wo die Reise hingehen soll, zumindest ungefähr. Was ist denn so das Verrückteste oder die lustigste Erinnerung, die du so hast aus deiner bisherigen Zeit bei Fraport? Also die lustigste und komischste Erinnerung ist eigentlich, da waren wir auf dem Vorfeld. Und es gibt unterm Vorfeld viele Wege, zum Beispiel, wo die Tankanschlüsse sind, dass sie alle gewartet werden können. Und natürlich gibt es dann auch Notausstiegklappen, die dann nach oben hin aufgehen. Mhm. Und irgendeiner hat dann, auch wenn das eigentlich markiert ist, dass man da nicht parken sollte, hat er genau über dieser Notausstiegsluke geparkt. Und die fahren hydraulisch hoch, heißt, die halten nicht einfach an, wenn irgendwas oben drüber ist. Und dann wurde halt das komplette Auto von dieser Luke hochgehoben und stand dann in der Luft mit der Vorderachse. Sah schon sehr komisch aus. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ich weiß nicht, ob wer drin saß in dem Auto. Nee, das war aber... zum Glück leer. Okay, Gott sei Dank. Jetzt haben wir gerade ja schon drüber gesprochen, wie es bei dir weitergehen soll nach deiner Ausbildung, die ja bald zu Ende ist. Und ihr sucht ja jetzt gerade auch wirklich aktiv nach Lehrlingen als Mechatroniker und Mechatronikerin. Wenn da jetzt Interessenten zuhören, sind sie sehr gerne eingeladen, bei euch auf die Website zu gehen und sich zu informieren. Lieber Erik, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir noch sehr, sehr viel Erfolg und Spaß bei deiner restlichen Ausbildung und dann natürlich auch beim Start ins Berufsleben. Dankeschön. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Gleichfalls. Tschüss. Ciao.